lässt mich zweifeln. Hier komm ich, funkelnd, leuchtend hell, sensationell bin ich. Wahnsinnig leid. Ach Quatsch, ist schon gut. Das war unverzeihlich. Ich fühle mich wirklich schrecklich. Bitte. Danke sehr. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich verspätet. Entschuldigung akzeptiert. Blair wird Ihre Tanzpartnerin sein. Ach. So, Gentlemen, geben Sie jetzt Ihrer Partnerin einen leichten Handkuss und tanzen Sie. Milady, ich bin Nicholas, ein junger Bursche aus dem Osten. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen. Klang das irgendwie höflich? Ja, auf jeden Fall. Kannst du das noch toppen? Ich, oh holder Bursche, bin Blair, eine Magd aus Gardania. Ich fühle mich geehrt, von eurer Bäuerlichkeit begrüßt zu werden. Wow, sehr gut. Naja, geht so. Bekommen wir es auf? Ein Knopf drücken, ein Rätsel lösen. Oh, ein Schlüsselloch. Ich hätte meine Schaffliche mitbringen sollen. Kann ich mal deine Halskette haben? Es muss eine Verbindung geben. Es ist ein Schlüssel! Glaubst du mir nun, Skipper? Oh. Woohoo! Ich wünschte, Opa hätte das sehen können. Ich wünschte irgendwie, dass es Schokolade wäre. Wahnsinn! Was ist das für ein Platz? Ein Weltenspielplatz! Wow! Ich frage mich, was das ist. Verrückt!
bleib hier. Weich und kuschelig. Leuchtende Knöpfe. Wozu sind die gut? Fantastisch! meine Lieben, bitte. Von dem ganzen Lärm schmerzt mir schon mein Fell. Hä? Was ist das für ein Platz? Wohnst du hier? Wie heißt du? Ich bin Archibald der Dritte. Und das ist meine Residenz. Schön, dich kennenzulernen, Archie. Nicht Archie, mein kleines Dummerchen. Es heißt Archibald der Dritte. Alle Familienmitglieder der Archibalds sind Champions. Ich allein habe 4-mal hintereinander die große Hundeshow gewonnen. Welche Show? So unwissend. Dein Zuhause ist ganz schön groß für nur einen Hund. Wohnst du hier ganz alleine? Derweilen schon, ja. Meine Geschwister Archibald der Vierte, Archibald der Fünfte und Archibald der Sechste sind auf der Hundeshow-Tour, um pompöse Preise zu gewinnen. Das sind ganz schön viele Archibalds. Mhm. Odette, was für ein wundervoller Name. Wo kommst du her? Ich komme, naja, wie soll ich sagen, aus der Gegend. Ist das einheimische Seide oder Importware? So wunderschön wie du tanzt niemand, den ich kenne. Kann es sein, dass du dir die Schritte gerade erst ausdenkst? Die Musik fließt durch mich hindurch und sie entstehen. Fräulein Odette beehrt uns also mit ihrer Anwesenheit. Das tut weh. Bleib ruhig. Ganz ruhig, mein Mädchen, ganz ruhig. Genau, ganz ruhig.
du blutest ja. Ich will dir doch nur helfen. Es ist alles in Ordnung. Das bin ich dir schuldig. Wegen der Wölfe. Du bist so majestätisch. Ich glaube, ich nenne dich Majesty. Ein fantastischer Tag hier in Laguna Beach für die Endausscheidung zur Surf-Weltmeisterschaft. Unsere Surferinnen haben die Wellen voll im Griff und da sehe ich gerade unseren Publikumsliebling Elia Summers. Das war super, Maria! Konkurrentin ist wohl dieses Jahr Kylie Morgan. Offensichtlich hat sie beschlossen, Elia vom Thron zu stoßen. Das ist meine Welle, Kylie. Das werden wir ja noch sehen. Das schaffe ich sogar mit geschlossenen Augen. Oh ja. So, dann pass mal auf, wie das richtig geht. Puh, was sollte das denn werden, Kai? Ja! Wow, Elia Summers hat gerade einen coolen Trick aus dem Hut gezaubert. Das ist Elia, Mann! So, zuerst mal muss ich was loswerden, Kleines. Lass mich raten. Wow. Wow! Danke, Opa. Du warst klasse, Melia. Du gewinnst bestimmt. Aber du warst auch wahnsinnig gut, Fallon. Wartet! Wisst ihr was? Ich habe gerade eine Vision. Ich sehe euch zwei mit euren Surfbrettern, wie ihr süße Koalas knuddelt in Australien! Oh, tut mir leid. Seid ihr nass geworden? Mein Fehler. Hast du vielleicht ein Problem? Komm schon, Fallon. Was soll das? Lass Kylie in Ruhe. Wenn sie sich da draußen nur ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, dann hätte sie mich hier heute sogar schlagen können. Ach, du meinst etwa so wie letzte Woche in La Jolla? Offen gestanden, hast du wohl vergessen, was vorletzte Woche passiert ist. Da habe ich dich in Redondo geschlagen, meine Liebe. Puh, schon klar. Träum weiter. Alle mal herhören, ich habe euch was zu sagen. Unsere Punktrichter haben eine Siegerin ermittelt. Der dritte Platz geht an Fallon Casey. Ja! Du hast es geschafft! Ich bin so stolz auf dich. Also, ich bin sicher, ihr zwei seid die Nächsten auf dem Siegertreppchen. Genau, es ist gar nicht wichtig, wer Erste ist. Ah, und ob das wichtig ist. Und der zweite Platz geht an Kylie Morgan. Ah, nur Zweite? Und das heißt, unsere Siegerin ist die Königin der Welt, Melia Summers. Ja. Bravo, mein kleines Mädchen, du hast es geschafft. Kylie, sieh dir das an. Au, das... sind meine. Was? Das sind meine Zehen. Oh, Zehen? Ja, Zehen. Und da bin ich wirklich kitzlig. Das wollte ich euch die ganze Zeit mitteilen. Kyla, Xylee, ich habe euch Besuch mitgebracht. Meine Freundin Merlia. Aber oh, sie ist doch ein Mensch. Halbmensch. Merlia ist die Tochter von Kalissa. Und endlich ist es bewiesen, dass Kalissa noch lebt. Dann wird Melia also die Prophezeiung erfüllen. Sie wird Eris vom Thron stürzen. Und dann wird Kalissa wieder Königin von Oceana. Oh, Snouts, natürlich, du hast recht. Du bist unsere rechtmäßige Prinzessin und wir stehen dir untertänigst zu Diensten. Nehmt das nicht persönlich, aber ich will nicht eure Prinzessin sein.
Ich möchte nur mein normales Leben führen und ohne die Hilfe meiner Mutter schaffe ich das nicht. Oh, wir sollten zu den Destinies gehen. Die wissen ganz sicher, was wir gegen Eris ausrichten können. Ja, genau, das denke ich auch. Aber bevor wir dahin aufbrechen, müssten wir noch das Extremitätenproblem lösen. Schwanzflossenverschönerung! Das hier probieren wir zuerst. Oh, und wie wär's damit? Dieses Oberteil passt perfekt zu deinem Haar. Das kriegen wir doch besser hin. Das nächste? Wie wär's denn damit? Oder damit? Aha. Oh. Das Outfit geht gar nicht. Das nächste. Das nächste. Das nächste. Ich hab eine Idee. Das finde ich toll. Perfekt. Du siehst flussitastisch aus. Besser als jedes Topmodel. Du bist der Hammer. Auf das Outfit stehe ich total. Oh. Haltet eure Haarspangen fest. Ich habe unglaublich aufregende Neuigkeiten. Ich habe vorhin eine gute alte Bekannte getroffen und seht mal, was sie mir gegeben hat. Sind das Einladungen zum königlichen Ball? Oh, heute? Ganz genau, wir sind alle eingeladen. Hier bringe ich noch mehr Perlen, allerdings noch mit Verpackung. Kuda, wir gehen auf den königlichen Ball und zwar im Schloss. Oh nein, das ist furchtbar. Ach ja? Was sollen wir bloß anziehen? Splash, the water's perfect. You, me, and the deep blue sea. Tails in the air like you just don't care. It's an underwater fantasy. Yeah! Splish, splash, the water's perfect. You, me, and the deep blue sea. It'll be a good night, everyone swimming through. Spin around, change a gown, the future's so bright. You know that's how we